Was geht, Leute, und herzlich willkommen zurück zu unserer Fahrerkarriere hier in F1 2020. Wir sind heute beim 8. Rennen unserer ersten Saison und zwar in Baku beim großen Preis von Aserbaidschan. Beim letzten Mal hatten wir ein sehr, sehr cooles Rennen in Monaco. Checkt das unbedingt nochmal aus, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Und dann legen wir auch schon direkt los. Womit denn? Spulen wir erstmal vielleicht die Zeit vor. Wir sollen nämlich gleich noch ein paar Ressourcenpunkte dazu bekommen durch die wöchentlichen Ressourcen dort. Das wird nicht schaden, dann gleich beim Upgraden. Wie viele sind das denn? Immerhin 300. Das ist eine ganz gute Sache. Und dann sind wir auch schon angekommen beim Rennwochenende in Baku. Zuvor müssen wir uns aber natürlich noch um die Upgrades kümmern und ich sehe auch gerade da unten, Haas hat uns wieder überholt, nachdem wir ja beim letzten Mal kurz vor denen waren. Das verstehe ich nicht. Das muss mir wirklich mal einer erklären. Warum ist das so? Das war ja auch in der MyTeam-Karriere damals so, dass man am Anfang echt so gut wie nicht vorankommt und die KI richtig viel upgradet. Wenn man es dann aber irgendwann mal an die Spitze geschafft hat und vorne ist, dann upgradet die KI gefühlt gar nicht mehr und man kann machen, was man will und bleibt immer vorne gefühlt. Das ist komisch. Ich verstehe es nicht. Warum? Ja, warum? Keine Ahnung, aber uns kann das egal sein. Wir müssen weiter arbeiten und weiter versuchen, Haas endlich zu überholen. Das gelingt uns hoffentlich dann mit den nächsten Upgrades endgültig. Da kümmern wir uns, würde ich vorschlagen, um das Chassis mit den 1700, die wir haben. Vielleicht ja das große hier. Das ist eine gute Sache für die Reifenabnutzung auch noch. Oh ja, das holen wir uns auf jeden Fall. Und dann haben wir, glaube ich, fast nicht mehr genug Ressourcenpunkte für noch ein kleines, oder? Nee, das sieht nicht so aus. Und dann legen wir auch schon los mit dem ersten Qualifying hier in Baku. Das ist echt eine Strecke, die ich immer mehr und mehr mag so in letzter Zeit. Im Laufe des Spiels, weiß nicht, habe ich die immer mehr zu schätzen gelernt. Das war früher eine Strecke, die ich gar nicht mochte, aber mittlerweile finde ich die richtig cool. Vor allem, weil dort immer viele chaotische Dinge passieren. Und das kann uns natürlich auch besonders in dieser Saison helfen, um vielleicht weitere Punkte einzufahren. Das wird auf jeden Fall das Ziel sein. Los geht's mit Q1. Obwohl, ganz kurz, bevor wir das machen, haben wir durch das Training jetzt genug Ressourcenpunkte, um vielleicht doch noch ein weiteres Upgrade zu holen. Wenn nicht sogar zwei, für zwei wird das nicht reichen, aber zumindest eins, welches holen wir uns da zuerst? Entweder eine Gewichtsreduktion oder eine Gewichtsumverteilung. Okay, machen wir einfach das hier. Ich meine, auf lange Sicht gesehen wollen wir uns da eh alle holen, denke ich mal, oder halt so viele wie möglich. Von daher, machen wir das und dann geht's jetzt wirklich zum Qualifying. Das war doch schon mal eine ganz solide erste Runde. Ich bin gespannt, ob wir es vielleicht wieder einmal in Q2 schaffen können. Ich rechne allerdings nicht damit, dass Q3 wieder drin ist, wie beim letzten Mal in Monaco. Ich denke, das wird erstmal eher eine Ausnahme bleiben. Das DRS geht nochmal auf und dann kommen wir über die Linie mit einer 1,39. Nicht ganz, eine 1,47. Das sieht aber schon mal gar nicht so schlecht aus. Wir lassen direkt Gasly und Norris hinter uns. Wow, das war anscheinend sogar eine richtig gute erste Runde. Zwischenzeitlich wären wir damit auf dem 8. Platz und somit locker weiter im zweiten Qualifying. Genauso wie Kimi übrigens aktuell. Also so langsam geht's ein bisschen bergauf. Vor allem in den Qualifyings sind wir seit dem letzten Mal richtig stark. Ich denke, wir müssen fast gar nicht mehr rausfahren, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich da noch so viele um so viel verbessern. Okay, viel ist es nicht, nur eine halbe Sekunde. Aber trotzdem, ich gehe nicht davon aus, dass da jeder nochmal schneller fährt als wir. Und genau so ist es auch. Einer konnte sich am Ende nochmal verbessern, aber für uns reicht das locker, um weiterzukommen in das zweite Qualifying zum jetzt schon wiederholten Mal in der Saison. Das ist sehr cool zu sehen. Kimi hat es leider knapp nicht geschafft. Etwa eine Zehntel hat ihm da gefehlt. Ja, mal sehen, was jetzt noch drin ist. Vielleicht, wenn wir wieder so eine gute Runde hinbekommen, können wir es eventuell erneut schaffen, in Q3 zu kommen. Ehrlich gesagt, wäre es mir aber fast lieber, irgendwie so 12., 13. zu werden, vielleicht sogar 11., wenn es perfekt läuft, weil wir dann die freie Reifenwahl haben am Start des Rennens. Und das ist, glaube ich, mehr wert, als so knapp in Q3 zu kommen und dann 10. zu werden. Aber mal schauen, wir müssen alles geben und dann sehen wir, was am Ende dabei rumkommt. Auch das war wieder eine sehr, sehr gute Runde. Gefühlt sogar noch ein bisschen schneller als das, was wir vorhin in Q1 hinbekommen haben. Hamilton ist vorne mit nur einer 39,5, obwohl, was heißt nur? Wir sind vorhin eine 40,7 gefahren, glaube ich. Mal schauen, ob wir auch so in Richtung einer 39er Zeit kommen. Das wäre sehr, sehr gut. Wo bleibt die Uhr stehen? Das wird es nicht ganz. Eine 40,8 sogar langsamer als vorhin, echt? Das wundert mich sehr, aber
Es sieht gar nicht mal so schlecht aus. Wir haben immerhin mal wieder Gasly hinter uns. Kurz vor Ende dieser Session wären wir auf dem 14. Platz und somit natürlich draußen aus dem Qualifying. Wir werden jetzt nochmal rausfahren mit einem frischen Satz der Softs und dann mal schauen, was drin ist. Wir müssten uns um etwa eine halbe Sekunde verbessern, um uns vielleicht doch noch die Chance auf Q3 zu geben. Ich weiß nicht, ob das da noch drin steckt, aber ich werde alles geben und vielleicht reicht es ja am Ende. Oh nein. Ich glaube, ich habe das Timing verkackt oder in 10 Sekunden kommen wir niemals über die Linie. Oh, das gibt es nicht. Das wird nicht reichen, ne? Nein, natürlich wird es nicht reichen. Oh Mann. Paar Sekunden haben da gefehlt. Ah. Oh Mann, ey, das ist bitter. Da habe ich einfach unterschätzt, wie lang so eine Outlap doch dauert hier in Baku. Da, oh, das kotzt mich schon an, Mann. Dummer Noob-Fehler. Ich weiß nicht, wie viel noch drin gewesen wäre. Zumindest Ocon, wenn man das mal sieht, wäre auf jeden Fall in Schlagdistanz gewesen. Der war nur eine Hundertstel am Ende vor uns. Das ist schon bitter. Ob wirklich was noch weiter vorne gegangen wäre, weiß ich nicht. Aber auch so ein 13. Platz wäre schon besser gewesen als ein 14. Aber trotzdem, komm, wir waren wieder in Q2, haben wieder Kimi geschlagen. Und Platz 14 ist auf jeden Fall eine gute Ausgangsposition. Das sollte uns die Chance geben, um vielleicht weitere Punkte gleich einzufahren. Wären wir auch schon angekommen, in der Startaufstellung, auf dem 13. Platz sogar, dadurch, dass ich glaube Albon Gridstrafen erhalten hat. Das ist immerhin schon mal einer weniger, den wir dann gleich aus dem Weg räumen müssen, wenn wir Punkte haben wollen in diesem Rennen. Schauen wir direkt mal auf die Rennstrategie, das habe ich gerade schon getan und da habe ich das hier gesehen. Das gefällt mir gar nicht, ehrlich gesagt. Ich habe allerdings auch probiert, hier auf die Mediums zu wechseln, irgendwie im ersten Stint oder so, aber das geht gar nicht, weil die dann anscheinend zu stark abgenutzt werden und das Spiel verbietet es einem direkt, das überhaupt zu probieren. Von daher machen wir das einfach mal so. Ich hoffe, dass viele andere auch auf den harten Reifen starten werden. Dann wäre alles okay. Wenn wir jetzt allerdings mit die Einzigen hier auf den harten Reifen sind und alle um uns herum irgendwie Mediums oder Softs haben, dann wird das kein Spaß. Aber ich hoffe einfach mal, dass alle irgendwie diese Strategie probieren. Zumindest die, die nicht in der Top 10 waren. Und dann könnte das eine ganz gute Sache sein. Unser Team wird sich da schon irgendwas bei gedacht haben, hoffe ich mal. Wenn die uns sowas hier vorschlagen. Benzin, ja, lassen wir so. Ungefähr 2 Runden mehr, das ist eine ganz gute Sache und dann gehen wir direkt an den Start hier beim 8. Rennen dieser Saison. Ich hoffe sehr, dass weitere Punkte für uns drin sind. Let's go! Da kommen die 5 roten Lichter und es geht los hier in Baku. Wie kommen wir weg? Oh, zur Abwechslung mal relativ gut eigentlich. Das ist leider fast eine Ausnahme in der Saison, aber immerhin ist uns das einmal vernünftig gelungen. Wir haben noch keine Position einbüßen müssen. Hier auf dem Weg in die erste Kurve können jetzt vielleicht eine gut machen gegen Ocon. Das wird eng mit Sicherheit. Wie immer hier in diesen ersten Kurven in Baku. Esteban bleibt allerdings noch vorne. Mal schauen, ob wir da jetzt was machen können. Wir kommen gut ran im Windschatten vom Renault-Piloten. Spät auf die Bremse hier außen, allerdings auch nicht zu spät. Und dann sind wir tatsächlich vorbei, oder? Ja, Mann, sehr, sehr guter Start. Position 12, da vorne geht's ordentlich zur Sache. Zwischen Norris und Ricciardo, die ja im Real-Life-Team-Kollegen sein werden in der kommenden Saison. Da freue ich mich schon sehr drauf übrigens. Ich denke, das geht den meisten so. Okay, guter Start, Position 12. Zum ersten Mal geht's jetzt gleich durch diese enge Kurve hier beim Castle. Kommt da jeder sauber durch? Boah, wir fast nicht. Das war ganz, ganz knapp mit der Wand, aber alles ist gut gegangen. Und tatsächlich sind viele, genauso wie wir, jetzt auf harten Reifen in diesem ersten Stint. Es gibt auch ein paar, die was anderes probieren, aber wir sind auf jeden Fall nicht die Einzigen. Das ist schon mal eine gute Sache. Oh, da vorne geht's weiterhin zur Sache. Ich glaube, diesmal zwischen den beiden McLarens von Sainz und Lando Norris. Wow, Sainz drückt sich da vorbei an seinem Teamkollegen. Das war nicht besonders nett. Jetzt könnte es vielleicht zum ersten Mal spannend werden. Hier auf der langen, langen Start- und Zielgerade. Wir kommen gut ran an Kwiat. Leider ist unser ERS voll am Limit. Noch wird das nicht reichen. Gleich ist allerdings das DRS aktiviert. Und dann geht's hier, glaube ich, richtig ab.
Jetzt könnte es aber erstmals in diesem Rennen ein bisschen zur Sache gehen. Wir kommen ganz gut ran an Kwiat. Leider ist halt jetzt das altbekannte Problem wieder am Start. Und zwar hat auch er das DRS und somit werden wir keine Chance haben. Aber Kwiat bekommt seine erste Chance gegen Norris. Probiert das außenrum vorbei in die erste Kurve. Lila letzter Sektor sogar. Durch das DRS und den richtig guten Windschatten, den wir da hatten. Vorsichtig, jetzt nichts Dummes machen. Aber wenn wir uns clever anstellen, dann können wir davon vielleicht ordentlich profitieren, obwohl, ne, ich dachte, die fahren noch länger hier Rad an Rad, die beiden Jungs. Das ist nicht der Fall, aber Norris kommt richtig schlecht raus aus der zweiten Kurve und wir ziehen vielleicht vorbei am McLaren, der kein besonders gutes Rennen macht bis zu diesem Zeitpunkt. Ich hatte auch schon vorhin den Eindruck, dass der echt langsam unterwegs war und jetzt zeigt sich das wirklich. Beide sind vorbei, Kwiat und auch wir. Nochmal das Ganze aus Landos Onboard-Perspektive. Hat der uns da noch berührt? Das kam mir irgendwie so vor, oh ja. Ah, da kommt er innen auf den Curb und das schleudert ihn dann so ein bisschen in unsere Richtung. Das war aber auch echt aggressiv von ihm da, nochmal innen reinzugehen, finde ich. Oh ja, das wird auf jeden Fall für einen Angriff reichen, oder es sei denn, wir machen jetzt irgendeinen Riesenfehler in diesen S-Kurven. Das ist aber noch kein einziges Mal in diesem Rennen passiert, von daher wird es das auch hoffentlich diesmal nicht gut durchkommen. Und dann wird Kwiat da völlig wehrlos sein auf dieser langen, langen Gerade. Das DRS geht auf, das hätten wir vermutlich nicht mal gebraucht und dann ziehen wir locker vorbei am Russen, vor auf Platz 10, sogar noch ein bisschen weiter nach vorne, weil da schon die ersten stoppen von den Jungs, die das Rennen auf den Softreifen begonnen haben und somit ist das Platz 5 jetzt für uns, luftige Höhen hier für den Alfa Romeo. Kwiat versucht allerdings zu kontern, weil der Ausgang aus der ersten Kurve da nicht besonders gut war, das schafft er aber zum Glück nicht. Oh, könnte es passieren, dass wir das Rennen gleich anführen sogar? Ja! Wir werden gleich zum ersten Mal ein Rennen anführen hier in dieser Karriere. Zumindest in der Formel 1. In der Formel 2 ist uns das schon mal gelungen. Aber in der Königsklasse noch nie. Da sind wir auf dem ersten Platz zwischenzeitlich. Und auch so ist die Pace echt richtig, richtig gut. Wir können uns eine gute Lücke schon rausfahren zu Kwiat hinter uns. Den wir ja erst vor ein paar Runden überholt haben. Das kann gerne so weitergehen. Oh, jetzt fangen Kwiat und Ocon da hinten auch noch an zu fighten, so wie das auf der Karte aussah. Das hilft uns natürlich auch nochmal enorm. Boah, und wie die hier am Kämpfen sind. Ocon war sogar zwischenzeitlich vorbei an Kwiat. Der kämpft sich dann aber wieder zurück auf den zweiten Platz. Wenn die so weitermachen, dann haben wir ein entspanntes Leben da vorne für die nächsten paar Runden. Wo ist denn der Erste, der schon gestoppt hat? Grosjean nicht. Oh, hier Bottas. Okay, auf dem vierten oder fünften Platz. Was ist das? Der fünfte müsste das sein. Der macht ein richtig gutes Rennen. Für ihn sieht das sehr, sehr gut aus. Dann kommen erstmal ein paar Jungs, die noch nicht gestoppt haben und dann so langsam die ganzen Top-Leute. Okay. Ich bin mal gespannt, wie gut Bottas sich jetzt beim Überholen anstellt. Der ist schon direkt hinten dran an Ocon und auch an Kwiat. Ocon überholt Kwiat, aber Bottas macht da noch gar nichts. Da wird es jetzt aber gleich jeden Moment passieren, dass Bottas auf den zweiten Platz vorkommt. Und somit wird auch unsere Führung hier nicht mehr lange halten. Aber das war cool, mal ein paar Führungsrunden zu sammeln in der Formel 1. Was macht Bottas denn da? Der kommt nicht vorbei an Ocon, oder was? Doch, jetzt ist es passiert. Bottas ist Zweiter, oder? Ja, doch. Da ist Valtteri auch schon direkt hinten dran an uns. Da werden wir natürlich nicht viel machen können und es ist auch nicht schlau, da großartig dagegen zu halten. Wenn wir jetzt aber ein bisschen Glück haben, dann können wir es vielleicht schaffen, uns das DRS abzustauben von Bottas dann auf der zweiten Gerade. Das würde ein bisschen helfen. Ich lasse das ERS jetzt auch extra mal auf Mittel, damit er da wirklich locker vorbeikommen kann, ohne uns großartig Zeit zu kosten. Da kommt er ran im Windschatten, come on. Fahr vorbei, Mann, stell dich nicht so an. Rad an Rad wird es hier aber trotzdem gehen in die erste Kurve. Ja, ganz so leicht tut sich Bottas da doch nicht. Jetzt fahr aber bitte einfach. Danke. Und wir haben wirklich das DRS bekommen. Viel besser hätte das nicht laufen können. Von den anderen Top-Jungs, die schon gestoppt haben, ist aber noch keine Spur. Keiner von denen ist bisher in den Top 5. Und Hamilton ist sogar richtig weit hinten, wie man da auf der Karte sehen kann. Ich weiß nicht so ganz, was der da gemacht hat. Hat der vielleicht sogar ein Problem oder so, weil das ist schon wirklich sehr ungewöhnlich, den so weit hinten zu sehen, während Bottas das Rennen anführt. Schaden hat er nicht, aber boah, das sieht auch überhaupt nicht schnell aus, was der da macht. Was war das denn? Nochmal das Ganze mit Lewis on board. Ja, kleiner Quersteher hier beim Rausbeschleunigen. Wenn der die ganze Zeit so fährt, dann wundert mich das nicht, dass der so weit hinten ist. Boah, das ist so ein seltsames Rennen bisher. Das habe ich, glaube ich, so in dem Spiel auch noch nicht erlebt. Ah, die Reifen sind mittlerweile aber ziemlich tot. Ja, dadurch, dass wir halt so einen langen ersten Stint machen, gurken wir hier vorne irgendwie auf Plätzen rum, auf die wir überhaupt nicht gehören. Ah, Ocon kommt aber so langsam ran. Das ist kein gutes Zeichen. Dem würde ich das ungern so einfach machen wie Bottas vorhin. Vielleicht haben wir aber bald keine andere Wahl. Das ist nicht mehr besonders schnell gerade. Da kommt Esteban jetzt zum ersten Mal. Hat er das DRS, glaube ich, auf uns hier auf der langen Gerade. Und da wird so gut wie nichts zu machen sein, oder? Ja, nee, keine Chance. Obwohl, vielleicht können wir im Anbremsen nochmal kontern. So leicht möchte ich das ihm, wie gesagt, nicht machen. Und das gelingt uns auch ganz gut. Wir bleiben nochmal vorne.
Ich frage mich immer noch, wo die ganzen anderen sind, die schon gestoppt haben. Bottas ist wirklich der Einzige, der sich hier vorne blicken lässt und das richtig dominant sogar. Und der Rest ist irgendwie so ziemlich nirgends. Zumindest immer noch nicht innerhalb der Top 5. Oh, gelbe Flagge! Alter, jetzt ein Safety Car, ne? Das wäre genial. Wer ist das denn? Einer der Alpha Tauris. Gasly, glaube ich. Onboard mit ihm. Das wird ziemlich sicher ein Motorschaden gewesen sein. Das ist aber eine ungünstige Stelle für einen Motorschaden. Wenn der sich irgendwie dumm anstellt beim Platz machen, dann könnte das gefährlich werden für die anderen, die da dahinter ankommen. Ja, er fährt da quer über die Strecke. Und das ist auch noch nicht überstanden. Da kommen jetzt die ganzen anderen so langsam an. Sogar teilweise noch Rad an Rad. Mehr oder weniger. Ich hoffe, da geht alles gut. Obwohl, eigentlich hoffe ich es nicht, weil dann vielleicht ein Safety Car kommen würde. Und das wäre richtig gut für uns. Mal schauen, ist da noch irgendwas passiert? Gasly rollt aus, genau auf der Ideallinie. Und die kommen da alle mit vollem Speed an. Oh, das wird ein bisschen knapp mit seinem Teamkollegen, aber es... Na, leider geht alles gut. Runde 18 von 26. Endlich geht es für uns rein an die Box für den ersten Stopp in diesem Rennen. Das war, glaube ich, der längste erste Stint, den ich je gemacht habe in diesem Spiel hier. Aber das könnte echt gut gewesen sein. Wir hatten jetzt ganz, ganz lange viel freie Fahrt, wurden nicht aufgehalten von irgendwelchen Jungs, die, keine Ahnung, irgendwelche komischen Sachen machen, irgendwie am Fighten sind. Von daher kann das gar nicht mal so verkehrt gewesen sein. Und ich glaube, wir sind auch echt gut unterwegs. Ich meine, von denen, die einen ziemlich langen ersten Stint gemacht haben, waren wir die Ersten, sozusagen. Und somit müsste das am Ende auf jeden Fall uns die Chance auf Punkte geben. Guter Stopp von unseren Jungs, um ja nicht die Position gegen Ocon zu verlieren. Oh, Kimi kommt jetzt auch rein. Ey, was soll das denn, Mann? Das verstehe ich nicht. Warum kommt er genau dann rein, wenn wir? Der wird jetzt unnötig aufgehalten und verliert vielleicht seine Chance auf Punkte. Ah, ich verkacke hier den Pitlimiter, Mann. Bin ich bescheuert? Das ist doch beim letzten Mal auch schon passiert. Oder war das in der MyTeam-Karriere? Ich glaube, das war in der MyTeam-Karriere. Irgendwann, das ist natürlich ärgerlich und gibt vielleicht Ocon jetzt die Chance, um uns anzugreifen. Nein, aber auf jeden Fall haben wir dadurch die Position gegen Grosjean verloren. Das ist ganz, ganz bitter. Boah. Na, ah, und das kostet uns jetzt wertvolle Sekunden. Der ist ja auf den harten Reifen unterwegs. Ich weiß nicht, ob er schon gestoppt hat oder noch nicht. Das ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist er viel langsamer als wir auf unseren frischen Softs gerade. Hoffentlich wird das immerhin jetzt mit dem DRS kein Problem, da vorbeizukommen. Das sollte es aber im Normalfall nicht werden. Boah, Grosjean rutscht da mehr durch, als dass er hier durchfährt. Kommt der nochmal an die Box oder nicht? Ich weiß es nicht. Gehen wir mal vorsichtigkeitshalber hier rechts vorbei, falls der jetzt an die Box abbiegt. Aber nein, der hat schon gestoppt, oder? Ja, der hat tatsächlich schon gestoppt. Macht eine etwas andere Strategie als die meisten anderen. Jetzt sind wir auf dem 11. Platz. Oh, sag mir nicht, dass da keiner mehr reinkommt. Das wäre nicht cool. Das wird aber wohl oder übel der Fall sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand 6 Runden vor Schluss noch einen Boxenstopp macht. Aber come on, nicht aufgeben. Wir haben Albon vor uns in einem zwar sehr viel schnelleren Auto, aber auf harten Reifen. Das ist schon noch machbar, daran zu kommen. Oh, da kommt aber sogar nochmal jemand rein, oder? Ja, einer der Renaults. Ricciardo müsste das ja sein. Ocon haben wir direkt hinter uns. Das ist cool. Somit werden wir ziemlich sicher nicht leer ausgehen hier in diesem Rennen. Dennoch ist es aber möglich, Albon zu schlagen. Wir sind viel schneller gerade als der. No, wow, neue schnellste Rennrunde jetzt sogar mit diesen frischen Softreifen. Das ist heftig. Kwiat antwortet direkt auf diese. Wir sind nicht die einzigen, die hier so schnell sind. Das könnte noch richtig spannend werden in diesen letzten Runden. Albon hat keine Chance. Das ist ein mega Reifenvorteil, den wir gerade haben gegenüber allen anderen und vor allem natürlich gegenüber den Jungs, die auf den harten unterwegs sind. Oh nein, das wird komisch. Warum verteidigst du? Ich wollte gar nicht unbedingt angreifen hier in diese Kurve. Das macht das Ganze nur unnötig langsam. Oh, das ist wirklich krass, wie viel besser diese Softreifen sind. Gut durchkommen hier durch die schnellen S-Kurven und dann wird das kein Problem gegen Albon. Wir schnappen uns vermutlich den 9. Platz, wenn alles gut läuft. Da wird aber alles gut gehen. Das DRS kommt jetzt noch ins Spiel. Das hätten wir nicht mal gebraucht. Das zeigt nochmal, wie... Das ist schon heftig. Ich meine, das war das zweitbeste Auto im Feld, das wir da gerade locker überholt haben. Ocon jetzt mit der schnellsten Rennrunde. Vor dem habe ich noch so ein bisschen Angst. Der ist sehr, sehr schnell. Das ist aber echt eine Strategie, die wir ruhig etwas öfter machen können. Das hat richtig Spaß gemacht, finde ich, in dem Rennen. Also einfach auf den Mediums oder auf den harten Reifen starten und dann halt im zweiten Stint auf die Softs. Da hat man dann nochmal die Chance, um richtig Plätze gut zu machen. Das sieht man ja gerade. Wir kommen sogar an Perez ran. Auch der ist noch sowas von schlagbar. 3 Runden sind es jetzt noch genau in diesem Rennen und das werden spannende 3 Runden. Noch hat das nicht ganz gereicht für das DRS auf Perez. Das wird aber nicht mehr lange dauern. Oh, Ocon kommt rein da hinten. Was? Was hat der denn gemacht? Das ist ja die beschissenste Strategie, die ich hier gesehen habe. Schade für ihn, der hat echt ein gutes Rennen gemacht, finde ich. Und auch einer der Alpha Tauris kommt rein, Kwiat. Komisch, ich weiß nicht, was die da so ganz machen. Ja, wir haben jetzt schon das DRS auf Perez sogar. Und auch die beiden Jungs da, vor Verstappen und Sainz, sind vielleicht noch machbar. Die sind wirklich so langsam auf ihren harten Reifen, dass da noch einiges gehen könnte für uns.
Man sieht ja wirklich förmlich, wie wir da rankommen an die beiden und vor allem an Perez, der jetzt schon unmittelbar vor uns ist. Ich hoffe, gegen den reicht das jetzt auf der Gerade. Und dann haben wir noch 2 Runden Zeit, um Jagd zu machen auf Sainz da vorne. Boah, Perez verliert fast das Auto hier in diesem ganz schnellen Rechtsknick. Das muss doch jetzt reichen. Auch wenn der Racing Point natürlich eine Rakete auf der Gerade ist, aber trotzdem... Ja, obwohl, das wird nicht ganz so leicht. Wir werden vermutlich vorbeikommen, aber dafür, dass der nicht das DRS hat, ist das schon beachtlich, dass er da so lange vor uns geblieben ist. Vorbei an Checo. Jetzt ist Sainz direkt vor uns. 1,7 Sekunden sind das und wir haben noch 2 Runden. Das ist auf jeden Fall lang genug, um da nochmal in Schlagdistanz zu kommen, wenn ich mich mal aufhören würde zu verbremsen die ganze Zeit. Oh, erstmal kann Checo aber vielleicht kontern, obwohl, nee, das ist nicht ganz nah genug. Rad an Rad, jetzt auch noch Verstappen und Sainz. Genau das brauchen wir. Jetzt macht ruhig so weiter. Und die machen auch so weiter. Auch hier Rad an Rad in dieser Kurve. Jetzt nicht davon ablenken lassen zu sehr. Wir haben die Chance hier auf den 6. Platz vielleicht, wenn gleich alles perfekt für uns läuft. Boah, das ist so langsam von den beiden. Das ist wirklich unfassbar. Das wundert mich fast schon, was da für ein Unterschied zwischen den Reifenmischungen herrscht. Ich meine, klar sind die Softs schneller, aber so viel, das ist schon ziemlich überraschend. Wir sind direkt hinten dran an Sainz. Wenn das jetzt gegen ihn reicht in dieser Runde, dann haben wir vielleicht die Chance, dann in der letzten Runde auf der Startzielgerade Verstappen anzugreifen. Entscheidend ist dafür natürlich diese Kurve und entscheidend wäre es auch, dass Sainz nicht das DRS auf Verstappen bekommt. Das wird aber hauchdünn, der ist da in etwa eine Sekunde dahinter. Trotzdem sieht das für uns aber gut aus. Ich denke, auch wenn Sainz das DRS bekommt, sollten wir da eine gute Chance bekommen. Wo gehen wir hin? Nach links einfach mal locker vorbei am McLaren. Das wäre jetzt schon unser bestes Saisonergebnis und vielleicht wird es ja noch ein bisschen besser. Wir beginnen die letzte Runde und haben die Chance, Max Verstappen hier den 6. Platz zu klauen. Volle Konzentration. Dürfen uns jetzt keine Fehler mehr erlauben, ansonsten wird das nichts gegen Verstappen. Der ist, ich meine, es ist immer noch Verstappen zum einen und zum anderen sitzt er hier in dem Red Bull, was ein sehr viel schnelleres Auto ist. Wir kommen jetzt schon ran, das reicht aber noch nicht. Wir müssen jetzt auch nichts Dummes probieren. Ich wäre auch mit so einem 7. Platz und 6 Punkten schon voll zufrieden. Aber ein 6. wäre natürlich nochmal besser. Wir bleiben jetzt auch natürlich live dabei für diese letzte Runde. Ich habe versucht, noch mal ein bisschen Benzin zu sparen hier auf dem mageren Gemisch, um dann vielleicht auf Fett gehen zu können am Ende. Oh, aber mal schauen. Auch unsere Softreifen sind natürlich schon ziemlich am Ende, bei 50% in etwa hinten. Nicht jetzt alles riskieren, nicht alles riskieren, aber schon noch mal einiges, um vielleicht diesen 6. klar zu machen. Come on. Das muss jetzt alles sitzen. Und das hat eigentlich gesessen. Das war eine ziemlich gute Runde, aber auch Verstappen ist nicht langsam. Wir müssen nur das DRS bekommen und dann haben wir schon eine gute Chance. Der Red Bull ist kein starkes Auto auf der Gerade. Und wenn wir da mit dem DRS ankommen, dann sieht das vielleicht gut aus. Und vor allem würde uns das DRS auch die Chance geben, uns vor Sainz zu verteidigen, der nicht locker lässt. Letzte Kurve. Oh, das wird gar nichts gegen Verstappen. Wir müssen echt sogar eher aufpassen, dass Sainz uns hier nicht noch attackiert. Und das könnte sehr wohl passieren. Der hat das da stark gemacht und diese Softreifen haben echt krass abgebaut jetzt in diesen letzten Runden. Gegen Verstappen wird das gar nichts, das können wir sowas von abhaken. Ich hoffe aber, dass das reicht, um Sainz vor uns zu halten. Doch, das wird reichen, Mann, was ein starkes Ergebnis, unser bestes Ergebnis in dieser Saison. Wir kommen über die Linie hier in Baku und holen 6 Punkte, Mann. Was ein geiles Rennen, das hat richtig Bock gemacht. Werfen wir einen Blick auf das Rennergebnis. Bottas gewinnt das Ganze völlig dominant vor Leclerc. Das hat sich schon ziemlich früh abgezeichnet. Bottas war damit Abstand der stärkste von den Jungs, die man da vorne erwarten würde. Und das zeigt sich auch am Ende. Der gewinnt das völlig dominant. Hamilton am Ende immerhin noch Dritter. Der hat sich gut zurückgekämpft, nachdem der zwischenzeitlich, ja, falls ihr euch erinnert, sehr weit hinten war. Stroll, boah, auf dem 5. Platz im Racing Point. Starkes Ergebnis für ihn. Wir dann auf dem 7. Platz. Mehr war nicht drin. Verstappen war nah dran am Ende, das war verlockend nah, aber da wäre nichts mehr gegangen. Ich glaube eher, dass wir noch die Position verloren hätten, wenn es irgendwie noch eine Runde mehr gewesen wäre. Weil diese Softreifen zwar gut waren, aber nicht lange. Also am Ende des Stints wurden die schon ziemlich, ziemlich unschön. Und von daher bin ich froh, dass wir das auf dem 7. Platz ins Ziel retten konnten. Kimi am Ende 13. Ja, ist okay halt, aber jetzt nicht besonders. Ocon... Ich weiß nicht, was der da für eine Strategie gemacht hat. Der war richtig schnell, hätte auf jeden Fall auch Punkte holen können. Hat aber komischerweise eine 2-Stop gemacht. Genauso wie auch der zweite Renault von Ricciardo und auch Perez zum Beispiel. Und Kwiat auch. Also, ja,
Das war keine gute Strategie. Die Einstopper auf jeden Fall das Beste. Und ich fand die Strategie, die wir hatten, auch richtig cool, mit den harten Reifen so lang zu fahren, da irgendwie vorne mitmischen zu können und dann am Ende die frischen Softs zu haben und mit das schnellste Auto auf der Strecke zu sein. Das war echt cool. Fahrer-WM, dort kommen wir jetzt ein bisschen nach vorne, überholen Kwiat durch sein schlechtes Rennen, sind jetzt auf dem 13. Platz. Ja, mein Ziel so für das Ende der Saison wird ein Top-10-Ergebnis sein in der Fahrer-WM. Das wäre cool. Ob wir das schaffen können, weiß ich nicht. Da sind einige sehr schnelle auf jeden Fall vor uns. Aber ich denke, wenn sich unser Auto jetzt auch immer weiter und weiter entwickelt, dann sollte das machbar sein. Konstrukteurs-WM, dort bleiben wir auf dem 8. Platz, aber jetzt nur noch 4 Punkte hinter Alpha Tauri. Und das war's dann auch schon von dieser Folge der Fahrerkarriere. Lasst gerne einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Und beim nächsten Mal sehen wir uns dann hoffentlich wieder in Kanada. Ich hoffe, dort können wir ähnlich weitermachen und vielleicht wieder mal ein paar Pünktchen mitnehmen. Das wäre sehr, sehr cool. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.